Noch 5 Tage und dann können sie wieder abgehängt werden. All die vielen Plakate, die uns ein besseres Deutschland versprechen. Bis zur letzten Minute wird um jede Stimme gekämpft. Denn noch immer wissen viele Bürgerinnen und Bürger nicht, wo sie ihr Kreuz machen sollen. Viele haben aber auch schon gewählt per Brief. Wahlkampf in Corona-Zeiten und Frau Merkel, die spielt gar nicht mehr mit. In diesem Jahr ist vieles anders. 3, die ins Kanzleramt wollen und gefühlt wird jeder Schritt live gestreamt. Trielle Bürgerdialoge, unzählige Interviews und jede Menge Umfragen. Bleiben die Inhalte da auf der Strecke? Die aufgeregte Republik, Wahlkampf 2021, unser Thema heute in der Phoenix-Runde. Phoenix-Runde. Schönen guten Abend, ganz herzlich willkommen aus Berlin. In diesen Zeiten sind ja Umfragen eigentlich die wichtigste Währung. Und deshalb freue ich mich über den Besuch von Janina Mütze, denn sie ist Mitgründerin und Geschäftsführerin von CWAY. Das ist eines der führenden Unternehmen für digitale Markt- und Meinungsforschung. Guten Abend. Und ich begrüße Kerstin Münstermann. Sie ist Leiterin des Hauptstadtbüros der Rheinischen Post und natürlich jetzt auch heftig im Stress. Hallo. Zugeschaltet ist uns Frank Brettschneider. Er ist Professor für Kommunikationswissenschaft an der Universität Hohenheim. Schönen guten Abend, Herr Brettschneider. Und guten Abend. Und ich begrüße Stefan Lambi. Er ist Dokumentarfilmer und gestern lief in der ARD seine Beobachtung der 3 Kanzlerkandidaten. Wege zur Macht hieß der Film. Und 10 Monate lang hat er Armin Laschet, Annalena Baerbock und Olaf Scholz begleitet. Guten Abend, Herr Lambi. Hallo in die Runde. Hallo, Frau Plättner. Herr Lambi, was ist denn jetzt nach dieser ganzen Zeit, die Sie die beobachtet haben, was würden Sie sagen, was ist so richtig typisch für diesen Wahlkampf in diesem Jahr? Das ist der erste Wahlkampf unter Corona-Bedingungen, der erste Wahlkampf ohne Angela Merkel seit Ewigkeiten, gefühlten Ewigkeiten. Und ein Wahlkampf, da werden wir gleich sicher ausführlicher drüber sprechen, der mal wieder sich nicht an den großen Themen orientierte, sondern an Nebensächlichkeiten, sich viel zu lange aufgehangen hat. Also für mich ein Wahlkampf der vergebenen Chancen. Ein, ich muss es so hart sagen, sehr enttäuschender Wahlkampf. Okay, klare Worte von Ihnen, Frau Münster. Würden Sie Herrn Lambi da zustimmen? Es ist eben eine ungewöhnliche Zeit in diesen Corona-Zeiten. Also was ist für Sie so das Typische an diesem Wahlkampf? Sie haben ja auch schon viele beobachtet. Ja, ich würde eigentlich Ihnen zustimmen, denn wir haben Corona-Pandemie, wir haben die Klimakrise, die ja in diesem Sommer selbst in Deutschland so sichtbar wurde wie nie zuvor. Wir haben Afghanistan, ein internationales Desaster und wir reden wenig über diese Themen. Ich finde, in den letzten Wochen kam es ein bisschen durch, aber im Frühsommer sprachen wir über Bücher, Lacher, vergeigte Chancen, wenn ich es mal so sagen darf. Und jetzt auf den letzten Metern versucht jeder vielleicht auch nochmal sich am Riemen zu reißen, auch die Kandidaten und die Kandidatin selbst. Herr Brettschneider, wie haben Sie diesen Wahlkampf wahrgenommen, der natürlich auch anders stattfinden musste, unter anderem wegen der Corona-Bedingungen? Aber jetzt kommen ja nochmal auch richtige Wahlkampfkundgebungen, gerade jetzt am kommenden Wochenende. Ja, und die Wahlkampfkundgebungen, die werden schon auch wahrgenommen. Ich finde was anderes bezeichnend in dem Wahlkampf, nämlich diesen kometenhaften Aufstieg der SPD. Das hätte niemand für möglich gehalten. Und dass sie auf einmal wieder mitspielt und sogar vorne liegt, ist total unerwartet. Und das hat was zu tun damit, dass gleich 2 Parteien, die CDU und die Grünen, so unglaublich viele Fehler gemacht haben. Ich habe noch nie so viele Fehler in einem Wahlkampf auf einmal gesehen wie in dieser Wahl. Und das hat es letztendlich wieder spannend gemacht. War natürlich interessant, weil auch Herr Scholz stand ja auch, dem wurden ja auch Dinge vorgeworfen, Frau Mütze, aber man hat vor allen Dingen auf die Fehler von Herrn Laschet und Frau Baerbock geschaut. Was fanden Sie am typischsten und wie erklären Sie sich, dass so viele Wähler noch unentschieden sind? Ja, vielleicht hängt das damit zusammen, dass alle noch auf den Wahlkampf warten. Dann ist es ja in der Tat so, dass wir sehr, sehr wenig über Themen gesprochen haben. 72% der Deutschen wünschen sich mehr inhaltliche Auseinandersetzung. Zu Beginn des Wahlkampfes hatten sie die Erwartungshaltung, dass man über Klimaschutz, Umweltpolitik viel sprechen wird im Wahlkampf. Sie haben sich gewünscht, dass man über soziale Gerechtigkeit, Rentenpolitik, Wirtschaft spricht. Das ist für sie persönlich das wichtigste Thema. Aber all das ist eigentlich nicht passiert. Wir haben es ja schon hier in der Runde erwähnt. Es wurde viel über Kandidaten gesprochen. Es ist ein sehr personenbezogener Wahlkampf und es ist auch, wie schon gesagt, ein sehr unglücklicher Wahlkampf. Es sind wirklich viele handwerkliche Fehler passiert und das führt vielleicht auch dazu, dass man jetzt sich noch etwas Verhalten zeigt an der einen oder anderen Stelle.
Und Frau Münzer, weil Herr Brettschneider gerade den Aufstieg der SPD ansprach, ist das, kann Herr Scholz so punkten, zumindest in den Umfragen, weil die anderen eben so viele Fehler machen? Ganz klares Ja. Also Herr Scholz macht ja eigentlich keinen Wahlkampf, sondern der macht die Raute und sagt, ich bin ja in der Regierung und stehe für solides Regieren. Dann hat er noch ein Stichwort, nämlich Gerechtigkeit und den Mindestlohn. Das sind, glaube ich, zwei ganz gute plakative Dinge, die SPD sich hat einfallen lassen. Und er sagt, es berührt ihn, wenn ihn die Menschen gut finden. Das kommt, glaube ich, in jeder Wahlkampfkundgebung. Das kann man verfolgen. Nein, die Stärke der SPD, das ist für die Union, glaube ich, so hart, ist wirklich die Schwäche der Union. Also, dass man sich das Narrativ der guten, soliden Regierungsarbeit einfach mal so abnehmen lässt. Ich beobachte die Union schon sehr lange. Ich finde das faszinierend und für die Union wirklich desaströs. Und dass Armin Laschet das hat geschehen lassen, ist, glaube ich, das, was ihm auch die eigenen Leute so ankreiden. Also es sind einfach viele, viele Fehler gemacht worden in seiner Darstellung. Er hat es vielleicht laufen lassen. Ich glaube, sein Team war nicht gut genug aufgestellt, um NRW zu regieren und gleichzeitig Kanzlerkandidat im Bund zu sein. Mhm. Frau Mütze, ist das ein schlechter Wahlkampf, der sich dadurch aussieht? Also nehmen die Menschen das wahr, wenn sie Bürger befragen nach ihren Präferenzen? Oder ist das die Sache der Zerstrittenheit, die die Leute stört? Also warum hat Armin Laschet solche schlechten Werte dann? Ja, es fängt vielleicht bei der Frage der Strategie an. Der Kandidat wurde ja nicht groß gekürt, sondern kam auch vielleicht aus Sicht der Bürgerinnen und Bürger ein bisschen holter die Polter dann eben in die Position des Kanzlerkandidaten. Und es gab keine erkennbare Strategie, die die Deutschen ihm zuordnen konnten, die sie der Union zuordnen konnten. Es blieb eine Leere. Und wir sehen das immer sehr stark in dem Kompetenzvergleich oder wenn wir die Menschen nach den ihnen zugeschriebenen Charaktereigenschaften der Spitzenkandidaten befragen, da kommt Armin Laschet immer so etwas weg als der Mann ohne Eigenschaften. Man weiß gar nicht, wofür er eigentlich steht. Ihm wird noch der Humor zugeordnet. Aber diese vermeintlichen Kanzlerfähigkeiten wie Führungsstärke, inhaltliche Stärke in den Themen, das sieht man einfach sehr, sehr deutlich eher. Es wird eher Olaf Scholz zugeschrieben. Und deshalb funktioniert dieser Kandidatenwahlkampf der SPD auch so gut. Aber Olaf Scholz ist dann auch wieder derjenige, der alles so an sich abprallen lässt eigentlich. Herr Lambi, Sie haben in Ihrem Film Wege zur Macht der gestern lief, der am Donnerstag auch bei Phoenix dann nochmal hier läuft. Da sieht man auch ein Interview mit Olaf Scholz, wo man merkt, er will dann einfach keine richtige Antwort geben. Aber ihm verzeiht man das. Wie haben Sie das empfunden? Also zunächst mal Olaf Scholz und die SPD, die haben ein unglaublich großes Glück in den letzten Wochen, weil die Fehler der Union und der Grünen, also von deren Kandidaten, die versteht man sofort. Das Lachen von Laschet, dass das unangemessen war, versteht man. Die kopierten oder abgeschriebenen Buchseiten von Frau Baerbock, die kann man gegeneinander halten, versteht man sofort. Die Affären, in die Olaf Scholz verstrickt ist oder die ihm angehängt werden, so muss man es mindestens sagen, versteht kein Mensch. Und das ist ein erheblicher Unterschied auf die letzten Meter. Dafür braucht man einen Untersuchungsausschuss, dafür braucht man Gutachten, dafür braucht man Juristen, die das prüfen, Prozesse. Also das ist einfach viel zu kompliziert. Insofern, die Natur dieser Affären ist einfach völlig unterschiedlich. Aber der Typ, dann, dass Scholz sozusagen einfach so Sachen nicht an sich rankommen lässt, dadurch wirkt er ja nicht angreifbar. Er beherrscht eine Fähigkeit, die man möglicherweise haben muss für dieses mächtigste Amt in Deutschland und ja auch in Europa, nämlich Gefühle an- und abzuschalten, wenn es denn notwendig ist für ein politisches Ziel. Also ich habe ihn eine harmlose Frage gestellt, ob er einen umstrittenen Wahlkampfspot der SPD kannte, bevor der einmal gezeigt wurde. Und die Frage war ihm unangenehm und er antwortet nicht mit Ja oder Nein, sondern ausweichend. Ich stelle die Frage nochmal, wieder eine ausweichende Antwort. Und das ging 8-mal hin und her über 5,5 Minuten. Wir haben das in dem Film nur eine gute Minute reingeschnitten. Das war ein bisschen absurdes Theater. Nun kann man sagen, das ist kein angenehmes Interviewverhalten von jemandem, der Bundeskanzler werden will. Man kann das auch genau andersrum deuten. Diese Abgebrühtheit einer hartnäckigen Frage, die wiederholt kommt, nicht zu antworten, ist vielleicht ein besonderer Ausweis von Professionalität. Mhm. Ich fand es in der Situation, um ehrlich zu sein, eher unangenehm. Nun wurde ja in diesem Wahlkampf unglaublich viel kommuniziert. Also es gab drei große Debatten. Wird auch noch eine Debatte mit allen Spitzenkandidaten geben. Es gab Bürgerdialoge. Ganz viele Zeitungen haben auch alle drei Kandidaten interviewt. Herr Brettschneider, wurde letztendlich
zu viel kommuniziert, dass man gar nicht mehr eigentlich wusste, auf was man sich konzentrieren sollte in diesem Wahlkampf? Weil das war ja, glaube ich, ja doch noch mehr, als wir es sonst gewohnt waren. Würde ich nicht sagen. Das ist so die Sichtweise der Politprofi-Beobachter, wie wir das sind. Für uns wird es dann irgendwann zu viel, weil wir denken, das haben wir alle schon gesehen und alle schon gehört. Und es gibt nichts Neues dabei. Viele Wählerinnen und Wähler fangen erst 3-4 Wochen vor der Wahl an, sich mit der Wahl intensiv zu beschäftigen. Einige auch erst jetzt auf den letzten Metern in der letzten Woche. Und für die sind diese Sendungen völlig in Ordnung. Die hören sich dann auch nicht 3 Trielle an oder gucken sich das an, sondern 1. Und das kann ihnen Hinweise geben. Im Augenblick sind viele Wählerinnen und Wähler noch auf der Suche. Sie wissen nicht so genau, ist für sie wesentlicher der Kanzlerkandidat, die Kanzlerkandidatin, oder ist es die Partei und die Programmatik, oder sind es die möglichen Koalitionen nach der Wahl? Und je nachdem, was gerade in ihrem Kopf im Augenblick den Ausschlag gibt, tendieren sie in die eine oder andere Richtung. Denken sie eher an die Kanzlerkandidaten, läuft das zugunsten der SPD? Denken sie eher an die Koalition und an Rot-Grün-Rot, dann läuft es eher zugunsten der CDU. Und das ist das Besondere bei dieser Wahl. Und dass da Menschen immer noch auch viele Informationssendungen nutzen, kann man schon behaupten. Mhm. Frau Mütze, wie viele Menschen sind denn wirklich noch unentschlossen? Das sind ja eine ganze Menge, glaube ich, wenn ich es richtig habe. Und wie viele wollen denn eigentlich gerne wirklich Inhalte haben? Also Inhalte wünscht sich wirklich die große Mehrheit. 72% messen wir, die sagen, sie brauchen mehr Inhalte im Wahlkampf. Wir haben auch schon ein bisschen früher im Wahlkampf gemessen oder herausgefunden, dass die Menschen sich auch weniger Negative Campaigning wünschen, also weniger Schlammschlacht vielleicht locker übersetzt. Aktuell sieht es so aus, wir haben einen recht hohen Briefwähleranteil in diesem Jahr, auch bedingt durch Corona. Gleichzeitig haben wir aber auch einen Anteil an Menschen, die heute noch nicht wissen, wen sie wählen würden. Und das sind unter denjenigen, die sagen, dass sie sicher wählen, in unseren Messungen circa 15% noch. Unter denjenigen, die wirklich sicher sind, dass sie wählen werden. Also da ist schon noch Spielraum. Gleichzeitig sehen wir aber, dass sich auf den Sonntagsfragen die Bewegung nimmt ab. Also auch da kann schon sein, dass aber auch ein gewisser Satz auch schon zementiert ist. Sie werden auch noch weiter Umfragen machen, jetzt auch in dieser Woche noch? Genau, wir werden am Donnerstag vor der Wahl die letzte Sonntagsfrage veröffentlichen, wahrscheinlich am Donnerstagmittag. Und dann werden wir auch kurz vorher auch dicht machen. Mhm. Frau Münzermann, was denken Sie, wie viel Einfluss haben diese Umfragen? Und wie sehr sind ja Sie auch als Zeitung dann, dass Sie sagen, da müssen wir drauf gucken und das beeinflusst auch unser Verhalten, wem wir da mehr Aufmerksamkeit geben? Ich glaube, die haben sehr großen Einfluss, die Umfragen. Und ich bin mir immer nicht so ganz sicher, wie gesund das eigentlich ist, auch für diese ganze Debatte vor der Wahl. Natürlich, wenn auf einmal die Union bei einem Institut unter 20 fällt, dann kommt das per Eilmeldung, dann ist Alarm. Und da möchte ich uns gar nicht ausnehmen. Dann gucken auch wir und berichten darüber, versuchen, den Hintergrund zu erklären und so weiter. Also diese Umfragen, die ja, ich weiß nicht, wie viele Institute gefühlt sind es, 8 mittlerweile, ich glaube, es sind weniger, aber die relevant sind, sind ja fast täglich mit neuen Zahlen auf dem Markt. Interessant aber, und vielleicht kann man das dann so abbinden, ist ja doch, dass meistens der Trend relativ ähnlich ist. Also so, dass man irgendwann schon denkt, wenn ich einen Querschnitt nehme über die Woche, habe ich zumindest eine Ahnung. Mhm. Wobei, ich glaube, Sachsen-Anhalt war es. Im Sommer lagen die Umfrageinstitute nicht gut für Herrn Haseloff, den Amtsinhaber. Der ging am Ende viel besser raus. Das ist auch das, was man sich jetzt bei der Union so erzählt, dass man sagt, naja, mal gucken, wir haben da noch Spielraum. Das ist eine Hoffnung. Aber ich fand interessant, was Sie sagten zum Negativ-Campaigning. Das erklärt, glaube ich, auch ein bisschen die Stärke der SPD nochmal. Denn sowohl die Grünen, die waren zwar sehr harmonisch in ihrer Kandidatenfindung, dennoch hat der geneigte Zuschauer und Leser doch gemerkt, dass es zwischen Annalena Baerbock und Robert Habeck dann doch nicht ganz so harmonisch zuging, im Vorfeld nicht, vor allen Dingen dahinter nicht. Er konnte seine Enttäuschung am Ende doch nicht verbergen. Und bei der Union gab es einen Machtkampf sondergleichen. Und dass das nicht gutiert wird, gerade bei den Unionswählern, hätte die Union eigentlich wissen können. Denn das war schon 2018 mit dem Kampf zwischen CDU und CSU. Auch das kam nicht gut an. Umso interessanter, dass man es nicht schafft, irgendwie im Januar zu sagen, wir haben einen neuen Vorsitzenden der CDU. Mhm.
Und der hat ein Konzept, wie er denn die Kanzlerkandidatur für sich beanspruchen möchte. Herr Brettschneider, sehen Sie noch eine Möglichkeit, jetzt wirklich Wahlkampf so zu machen in diesen letzten Tagen, dass man sagt, man kann da noch was umdrehen? Ja, das ist durchaus möglich. Man kann nicht mehr die Grundstimmung umdrehen. Die ist, wie sie ist. Die Einstellungen werden auch nicht mehr geändert. Die Frage ist, welche Einstellungen rufen die Wahlkämpferinnen und Wahlkämpfer in den letzten Tagen nochmal im Kopf der Menschen wach? Wir sprechen dann vom Framing, von der Rahmung der politischen Entscheidung Zweitstimme. Und das ist dann die Frage, ist das gerahmt als Zweitstimme gleich Kanzlerstimme? Das versucht Olaf Scholz derzeit auf den Wahlplakaten, Kanzler für Deutschland. Oder ist Zweitstimme Richtungsstimme? Und dann geht es um die Frage, wie wird diese Regierung zusammengesetzt? Und je nachdem, in welche Richtung das ausschlägt, profitiert die ein oder andere Partei davon. Die einzige Chance für die CDU ist noch darauf, Aufmerksamkeit zu lenken. Und doch diejenigen, die im Augenblick aus Enttäuschung über Armin Laschet erwägen, die SPD zu wählen, doch wieder zurückzuholen. Und das ist nicht völlig ausgeschlossen. Ja. Die Abstände zwischen den Parteien sind auch nicht so groß, dass das nicht möglich wäre. Ja. Und welche Rolle spielen da die Umfragen? Und ist es eigentlich richtig, dass man wirklich bis zum Schluss dann noch Umfragen veröffentlicht? Ja, absolut. Ich bin da anderer Meinung als Frau Münstermann. Es ist gut, wenn wir diese Umfragen haben. Erst recht, wenn sich noch was ändert in den letzten Tagen. Stellen wir uns vor, eine Woche vorher hören wir auf. Die Institute wissen, was sich in der Zwischenzeit getan hat. Die Journalistinnen und Journalisten übrigens auch. Auch die Politiker, nur die Bevölkerung soll es nicht erfahren. Mhm. Es kommt nicht darauf an, dass wir weniger Umfragen haben, sondern dass wir gute Umfragen haben. Und dann ist das eine neben ganz vielen anderen Informationsquellen, die Menschen nutzen, und zwar vor allem die, die sich politisch sehr stark interessieren, die viele Informationen heranziehen und die eine hohe Bildung haben. Leicht manipulieren lassen die sich nicht. Da sollte man die Wählerinnen und Wähler nicht unterschätzen. Okay, also da sind Sie sich hier nicht ganz einig. Aber Frau Mütze, Sie finden das auch richtig, dass man, oder was merken Sie, was ändert sich dann, wenn man das so kurz vor einer Wahl dann noch macht? Genau, also als Meinungsforscherin bin ich natürlich auch etwas gebiased in der Ansicht. Und wir haben ja unser Unternehmen gegründet, weil ich auch, genau wie Herr Brettschneider sage, das Wichtigste, was wir in den politischen Diskurs reingeben können, sind valide Informationen. Und die sind einfach eine ergänzende Information zur Meinungsbildung. Wir kennen alle die Effekte, die Umfragen haben können. Es gibt diesen Effekt, dass man mit dem Gewinner nach Hause gehen möchte, eben auf den Stärksten setzen möchte. Es gibt aber auch gegenläufige Effekte, dass man vielleicht einer kleineren Partei noch über eine 5%-Hürde helfen möchte. Wie groß jeweils die einzelnen Effekte sind, das lässt sich schwer messen. Und da komme ich wieder zurück zu der Ansicht, dass es einfach ein weiteres Informationsangebot ist, was einfach gut sein muss. Es müssen einfach valide Daten sein und sind deshalb dann vielleicht auch eine gute ergänzende Quelle zu Facebook-Kommentaren, Gesprächen an der Supermarktkasse, Gesprächen in der Familie. Herr Lambi, wie nach Ihrer Beobachtung jetzt, die Beobachtung der Kanzlerkandidaten, wie wichtig werden diese Umfragen gesehen? Ist das ein Punkt, wo an dem man sich wirklich orientiert? Oder ist es ja die Twitter-Botschaften? Oder was haben Sie so gemerkt? Wann wird man nervös in den Parteizentren? Also die werden enorm registriert. Einige sind geradezu süchtig nach den Umfrageergebnissen, nach den Zwischenwerten. Ich nenne Ihnen ein Beispiel. Wir beobachten gerade alle, wie die Union eine große Wahlkampfimprovisation betreibt, auch aufgrund dieser Umfragen. Im Frühjahr ist man davon ausgegangen, dass die Grünen der große, ernstzunehmende Gegner sind, also in einem Duell. Dann hat man sehr spät und viel zu spät gemerkt, nein, es ist die SPD, die auch in den Umfragen nach vorne geschossen ist. Da war man nicht darauf eingestellt, hat kein Rezept. Und im April, das war in der Zeit, als Armin Laschet und Markus Söder diesen Machtkampf ausgefochten haben und Armin Laschet dann Kanzlerkandidat wurde, habe ich ihn gefragt, was für eine Art Wahlkampf erwarten Sie? Wird das ein Lagerwahlkampf? Und er sagte, nee, damit kann er gar nichts anfangen und er möchte auch nicht polarisieren. Unter anderem aufgrund der Umfrageveränderungen und dramatischen Verschiebungen zu Ungunsten der Union beobachten wir jetzt, wie Armin Laschet, der das gar nicht wollte, einen Lagerwahlkampf führt. Also der in den letzten Tagen vor allem darauf setzt, Angst zu schüren vor Rot-Grün-Rot. Das ist ganz wesentlich auf die immer schlechter werdenden Umfragewerte für die Union zurückzuführen. Und denken Sie, dass das verfängt? Das werden wir am nächsten Sonntag um 18 Uhr erfahren. Ja. Ich habe ein bisschen das Gefühl, der Rote Socken-Wahlkampf von 1994, da war die PDS im Visier, der verfängt nicht mehr so.
auch weil viele spüren, dass die SPD und die Grünen nicht wirklich mit den Linken koalieren wollen, sondern viel lieber eine Ampelkoalition mit der FDP anstreben, aus vielerlei Gründen. Dafür gibt es zahlreiche Signale und aus eher koalitionsstrategischen und verhandlungsstrategischen Gründen schließen beide Parteien eine Koalition mit den Linken nicht aus. Aber das ist nicht mehr das Schreckgespenst wie 1994. Mhm. Frau Münstermann, wie wichtig ist es, dass man im Wahlkampf, dass man den Eindruck hat als Bürger, da kämpft jemand wirklich? Also es heißt ja nun mal Wahlkampf und irgendwie nicht einfach Wahlgespräch oder so. Also wie wichtig ist das, dass man das Gefühl hat, da steht jemand dahinter und ist auch sichtbar? Also auch die Menge an Plakaten oder Haustürwahlkampf, all diese klassischen Dinge. Ja, das sehen wir ja jetzt, dass die Diskussion, wird Armin Laschet überhaupt plakatiert, sieht man den überhaupt, auch in der eigenen Partei geführt wird und auch in der Öffentlichkeit geführt wird. Und ich glaube, was man bei ihm lange vermisst hat, ist genau dieses Kämpfen. Und zwar auch als Motivation für die vielen, die an Marktplätzen stehen, vor Supermärkten, die Zettel verteilen, die an Haustüren klingeln, weil die wollen motiviert sein. Und wenn dann einer sagt, ja, im Schlafwagen hat er nicht gesagt, aber ach, das kriege ich schon irgendwie. Ich merkel mich da so durch den Sommer. Das hat entschieden nicht funktioniert. Ich glaube, bei ihm hat man gemerkt, mit dem ersten Triell, da war klar, oh, ich bin so in der Defensive, ich muss wirklich angreifen, auch wenn das eigentlich gar nicht weder meine Absicht war, noch mein Naturell ist. Das ist nicht sein Naturell. Jeder, den ihn kennt, weiß, dass er ein gewiefter Politiker, aber sicher kein Abteilung Attacke-Mensch ist. Jetzt muss er das machen. Und für Olaf Scholz, glaube ich, wird es darum gehen, am Ende, ob die CDU, die klassischen CDU-Wähler, dann doch es schaffen, ihr Kreuz bei der SPD zu machen, weil sie wirklich Olaf Scholz so sehr wollen. Und darauf setzt die Union ja noch, dass die dann doch sagen, ach, irgendwie geht's nicht mit der SPD. Mhm. Ich kreuze doch anders an. Aber wenn das nicht gelingt, dann heißt der nächste Kanzler Olaf Scholz. Auch mit der Rote-Socken-Kampagne sozusagen. Also jetzt, dass man mehr, ja, mehr ein Lagerwahlkampf hat. Wenn man das überzieht, kann es auch den gegenteiligen Effekt haben, weil Scholz ja gerade alles versucht, genau das zu vermeiden. Er flirtet mit der FDP mehr, als das, glaube ich, im Willy-Brandt-Haus irgendjemand je gutieren würde. Aber das ist seine Art zu antworten. Das ist natürlich schwierig, weil wir eben auch nicht wissen, auch wer, wenn jemand stärkste Partei ist, ist nicht klar, ob derjenige dann auch den Kanzler stellt. Wir haben über die Umfragen gesprochen. Ich würde gerne auch über dieses Phänomen Social Media sprechen. Herr Brettschneider, wie wichtig ist das? Wir haben es gesehen, als der Lacher von Laschet, der wurde ja dann ganz schnell übers Netz, über Twitter und so verbreitet. Ist das ein Punkt, wo man vielleicht einfach nochmal einen Wahlkampf anders führen muss? Und tun die Parteien das klug genug inzwischen? Naja, Social Media haben eine wachsende Bedeutung für den Wahlkampf der Parteien, vor allem erstmal für die Mobilisierung der eigenen Anhänger. Da sind sie tatsächlich wichtig. Aber verglichen mit anderen Wahlkampfinstrumenten, wie etwa mit dem guten alten Wahlplakat, ist ihre Reichweite doch zunächst mal begrenzt. Unentschiedene Wählerinnen und Wähler findet man so nicht so leicht und schon gar nicht in dem Alterssegment 60+, eigentlich auch schon nicht bei 50+. Wir sehen große Unterschiede in der Social-Media-Nutzung im Wahlkampf. Die Jüngeren bis 29-Jährigen, die nutzen tatsächlich Social-Media-Plattformen häufig. Übrigens auch ganz andere als die Älteren, nämlich die bildbetonten Instagram und YouTube und nicht mehr Facebook. Und die Parteien hecheln da so ein bisschen hinterher mit unterschiedlicher Geschwindigkeit. Aber so richtig verstanden, welche Dynamik Social-Media entfalten können, haben, glaube ich, noch nicht alle. Ja, okay, also da wäre noch Luft nach oben, Frau Mütze. Oder Herr Lambi, Sie möchten da gerne was sagen. Ich würde gerne Ihre Frage nach der Deutung von sozialen Medien beantworten. Ich glaube, man kann sie gar nicht hoch genug einschätzen. Man kann es an 13 Sekunden in diesem Wahljahr festmachen. Am 17. Juli um 13.29 Uhr lacht Armin Laschet das unangemessene Lachen. Mhm. Und das wäre nicht schlimm gewesen. Das ist nur deshalb schlimm, weil wir das alle gesehen haben und zwar sofort gesehen haben, Minuten, vielleicht Stunden danach, aber wir haben es alle gesehen, vor allem über soziale Medien. Und es hat 6 Stunden gedauert, bis sich Armin Laschet entschuldigt hat um 18.26 Uhr. Also 6 unendlich lange im Zeitalter von sozialen Medien, unendlich lange Stunden. Und selbst die Leute aus dem Umfeld von Armin Laschet sagen, es gab einen Wahlkampf vor dem Lachen und einen Wahlkampf nach dem Lachen. Und das liegt eben an dieser
nicht mehr einzuholenden Situation. Das war ein doppeltes Desaster, eine Katastrophe, die Umweltkatastrophe, die Flutkatastrophe und natürlich die politische Katastrophe, die nicht mehr zu heilen war. Hätte man es noch heilen können? Also wenn man direkt reagiert hätte, wäre das anders gewesen? Man hätte es bremsen können. Und natürlich, je früher man reagiert, und zwar ganz klar und deutlich, und zwar nicht mit einem schriftlichen Statement, sondern indem man sich vor die Kamera stellt und sagt, Leute, ich sage es mit meinen Worten, shit happens, ich habe einen Fehler gemacht, es tut mir leid, ich bin, wie er auch immer wieder sagt, ich kann mich nicht verstellen, das ist passiert, es tut mir leid. Das hätte vielleicht etwas bewirkt, das ist jetzt im Konjunktiv. Mhm. Aber 6 Stunden zu warten, um dann ein schriftliches Statement abzugeben, das geht nicht im Zeitalter von sozialen Medien. Die Chance wurde verpasst. Mhm. Frau Mütze, wie würden Sie sagen, wie wichtig sind die sozialen Medien und wie sehr kann man, muss man sich darauf einstellen? Was müssen die Parteien da anders machen? Also 6 Stunden fand ich gerade nochmal beeindruckend, weil mir kam es vor wie eine Ewigkeit. Und das zeigt auch, wie soziale Medien eigentlich die Spielregeln verändert haben. Sie greifen nicht für alle Zielgruppen im Wahlkampf, ne? Die Älteren, und die sind ja auch die Mehrheit der Wahlberechtigten in diesem Land, werden damit vielleicht weniger stark erreicht, aber andere eben schon. Und die können dann vielleicht auch zu einer Stimmungsumkehr wirken. Wir erleben schon, dass die Parteien mittlerweile sehr viel datenbasierter arbeiten und auch Social Media als, als Möglichkeit, Zielgruppen zu erreichen, Wählerinnen und Wähler zu erreichen, nutzen. Und es ermöglicht natürlich, Social Media ermöglicht auch, zielgruppengerechter zu kommunizieren. Also ich muss nicht alle mit den gleichen Botschaften ansprechen. Ich kann auch Botschaft A in den einen Kanal geben und Botschaft B in den anderen. Das ist leichter als bei Wahlplakaten. Und deshalb bei den Jungen und funktioniert das schon besser. Wir sehen auch in den Parteipräferenzen auch Unterschiede im Social-Media-Konsum und Social-Media als Informationsquelle. Aber man muss sich dann immer wieder vor Augen führen, das Gros der Wahlberechtigten ist in Deutschland über 50 und aufwärts. Und die erreicht man dann auch weniger gut. Wenn aber jetzt so ein Lacher so wichtig ist in so einem Wahlkampf und das alles irgendwie ändern kann, dann spricht das doch dafür, dass es eigentlich doch mehr um den Menschen geht und nicht so sehr um die Inhalte. Jetzt haben Sie ja eben gesagt, die Bürgerinnen und Bürger vermissen die Inhalte. Aber Frau Münstermann, wenn ich jetzt auf diesen Lacher gucke oder auch diese Sache mit Frau Baerbock und ihren Umgang mit ihrer Biografie, dann spricht das doch eher dafür, dass die Bürgerinnen gucken, was ist das für ein Mensch, was hat der für einen Charakter? Also diese klassische Frage, würde ich von dem ein Auto kaufen? Naja, ich glaube, würde ich mich von dem regieren lassen, denn also 16 Jahre lang hat jemand regiert, Frau Merkel, die es am Ende ja doch irgendwie geschafft hat, immer oder zumindest meistens auf dem Platz 1 der beliebtesten Politiker zu bleiben. Und auch keine Skandale hatte eigentlich. Ja, die also schon auch einen Stil geprägt hat. Und ich glaube, bei aller Kritik an ihr inhaltlich an vielen Punkten ist es doch etwas Angenehmes, was sie irgendwie ausgestrahlt hat in den Jahren. Man kann jetzt sagen, es ist zu wenig gewesen, mag sein, aber sie hat eine gewisse Ruhe reingebracht, relativ skandalfrei. Und ich habe oft danach gehört, der Frau Merkel wäre das nicht passiert mit dem Lacher. Richtig, jetzt hat sie auch Zeit gehabt zu lernen. Aber auch Laschet ist schon lange in Regierungserfahrung und deswegen verwundert es so. Also er ist kein politischer Neuling. Und diese 6 Stunden, weil Sie gesagt haben, die Parteien nutzen Daten, um mit Social Media umzugehen. Also da hätte es den gesunden Menschenverstand gebraucht, sich genau eben dieser sozialen Medien zu bedienen und sofort zu sagen, weil das geht ja in Sekunden, war dieses Bild draußen, es ging wirklich um die Welt, das kann man in dem Fall, glaube ich, sagen, und dann nicht zu schalten und zu sagen, oh Gott, es war überhaupt nicht beabsichtigt, ich glaube, das nimmt ihm jeder ab, es war ein Fehler, das kann man auch sofort sagen und ehrlich sagen und genauso, wie er das dann hinterher jetzt in ganz vielen Interviews und auch bei Herrn Lambi getan hat, aber Das Kind ist im Brunnen gefallen. Ja. Genau, das ist einfach dann zu spät. Das ist ja auch das Gesamtpaket. Also die Bildsprache ist wahnsinnig viel wert. Das haben wir daran gesehen im Negativen. Aber es haben auch die positiven Bilder gefehlt. Also Laschet als Krisenmanager in den Gebieten. Und Laschet, der da ist, hilft. Und obwohl er das gemacht hat. Da kann man sagen, hat sein Team das nicht nach draußen gebracht, weil er war ja viel unterwegs, hat mit vielen Leuten ja auch gesprochen. Ich würde behaupten, es ist ihm nicht gut gelungen und so sieht das auch die Mehrheit der Deutschen. Also er wurde nicht als starker Krisenmanager in der Situation wahrgenommen. Aber das ist ja interessant, also das kann Herr Lambi wahrscheinlich besser sagen, aber interessant ist doch schon, dass in Dokumentationen über Olaf Scholz es irgendwie gelungen ist. Man sieht im Regierungsflieger, gut, er ist Regierungsmitglied, klar, Finanzminister, Vizekanzler, natürlich hat er diese Bilder. Aber auch Armin Laschet hat diese Bilder als NRW-Regierungschef. Auch er fährt in Staatskarossen, auch er trifft Entscheidungen, auch er war während der MPK aktiv.
Aber irgendwie diese Bilder hat man kaum mehr gesehen. Vielleicht auch aus Angst vor den anderen MPK-Bildern von Markus Söder, der da auch immer gegenhielt. Ich weiß es nicht, aber das meinte ich mit, die Kampagne ist irgendwie verloren gegangen im Sommer. Mhm. Was wäre denn sinnvoll gewesen, Herr Lambi, aus Ihrer Beobachtung, jetzt weil Sie natürlich auch die Parteizentrale beobachtet haben und die auch alle Parteizentralen, wo man sagt, gerade im Umgang mit Social Media, was ist da klug? Und, oder kann man es? Ja, ich habe es eben gesagt. Ja, kann man es vorbereiten? Nicht 6 Stunden warten. Übrigens, ich habe mich verrechnet. Es war nicht 18.29 Uhr, sondern 19.29 Uhr. Okay. Kleine Korrektur, aber 6 Stunden sind definitiv zu lang. Aber nochmal zu der Frage, die Sie vorhin gestellt haben. Entscheiden die Wählerinnen und Wähler aufgrund des Programms, Parteiprogramms oder aufgrund der Person? Wenn man sich die Umfragewerte, die Kurven der letzten Monate anschaut, die unter anderem von Frau Mütze ermittelt werden, dann fällt auch auf, nehmen wir nur das Beispiel der Grünen, dass die Grünen im April in die Höhe schießen. Das ist eine reine Personalentscheidung. Da geht es nicht ums Parteiprogramm, sondern da geht es um die Kandidatin. Dann bröckelt es ein bisschen ab. Das war zu erwarten. Und dann im Mai, Juni geht es richtig in die Tiefe. Aufgrund vor allem, was ist da passiert? Das sind die Pannen von der Kandidatin passiert, die ganz persönlichen Pannen. Ähnliches bei der Union. Das lief eigentlich alles ganz gut. Und ich habe auch im Mai, Juni gedacht, Armin Laschet wird Bundeskanzler. Bis etwa zur zweiten Juli-Hälfte. Und dann muss man auch wieder die Frage stellen, was ist da passiert? Es gibt das Lachen. Das Parteiprogramm hat sich nicht geändert. Das Verhalten des Kandidaten hat sich verändert. Also das wird, ob man es mag oder nicht, immer wichtiger. Und die Dynamik dieses Wahlkampfes, ich wiederhole mich, orientiert sich nicht an Parteiprogrammen, sondern ausschließlich an der Performance der Kandidaten. Aber nach was, Herr Brettschneider, ist Ihrer Meinung nach, auf was basieren die Wähler und Wählerinnen dann ihr Urteil? Also was ist das wirklich Wahlentscheidende und was kann man denn da dann als Partei beeinflussen? Das ist sehr unterschiedlich, je nachdem, von welchen Wählerinnen und Wählern wir sprechen. Ich würde den Eindruck, dass das nur personalisiert ist und nur entlang der Kandidatenorientierung entschieden wird, nicht teilen. Die Daten geben das jedenfalls nicht her, sondern wir haben andere Wahlen. Nehmen Sie die Europawahl 2019. Die stand voll und ganz unter dem Eindruck des Klimawandels und des Protestes von Fridays for Future. Und die Grünen haben einen Riesenerfolg eingefahren. Oder nehmen Sie 2017, als die AfD in den Bundestag eingezogen ist, vor dem Hintergrund des Flüchtlingsthemas. Das heißt, es gibt Wählerinnen und Wähler, die orientieren sich etwas mehr an den Kandidaten, aber es gibt auch genügend andere, die orientieren sich eher an den Themen. Und einer Partei muss es gelingen, im Wahlkampf das beides zusammenzuführen. Themen und Kandidaten müssen zueinander passen. In Schwierigkeiten kommen Parteien dann, wenn es eine Kluft gibt zwischen den beiden. Wenn praktisch der Kopf sagt, ich möchte eigentlich lieber in die Partei X und das Herz über die Kandidaten sagt, ich möchte lieber in die Partei Y. Und dann wird es ein Problem. Und Schwierigkeiten kriegt Herr Lambi? Ich gebe Ihnen völlig recht. Nur wir stehen doch alle sehr staunend vor der Dynamik dieses aktuellen Wahlkampfs. Dann muss man mir erklären, warum der so häufig die Richtung gewechselt hat. Doch nicht, weil die politische Großwetterlage eine andere ist oder weil die Parteiprogramme umgeschrieben werden. Also die einzige Erklärung, die ich dafür habe, ist eben das Verhalten der Spitzenkandidaten. Ja, zumal ja die SPD und Herr Scholz gerade nicht zusammenpassen, jedenfalls nicht so gut. Also auch wenn gerade jeder versucht, im Willy-Brandt-Haus zu sagen, nein, wir waren schon immer für Herrn Scholz. Leider haben wir ihn, und auch die Basis hat ihn leider nicht zum Parteivorsitzenden gemacht. Also ich stimme Ihnen eigentlich zu, aber in diesem Wahlkampf habe ich das Gefühl, das könnte zum ersten Mal ganz anders sein. Da passt ein Kandidat vielleicht nicht so sehr zu seiner Partei, wie die Partei sich das wünscht. Trotzdem wird er als Sieger oder zumindest als der mit den meisten Stimmanteilen aus der Wahl hervorgehen. Und dann gibt es immer wieder die Diskussion, auch bei Herrn Laschet, er wird immer wieder nach Herrn Maaßen gefragt, weil Sie gerade sagen, da passen Partei und Kandidaten nicht zusammen. Da geht es genau um diese Frage, passt Herr Maaßen in die CDU oder nicht? Muss Herr Laschet sich da distanzieren? Und da ist er ja eher ausweichend. Sind das so Punkte, wo man sagt, ja, dann, wenn die Leute keine klare Antwort geben, das wirkt sehr negativ? Sie sind zumindest symptomatisch für diesen Wahlkampf, ne? Zumindest, dass quasi wir feststellen, dass da in der Union eine Strategie fehlt. Die fehlende Strategieordnung führt auch dazu, dass man dann schwer zuordnen kann, wie da eine Entscheidung final ausfällt. Und es passt dann ganz gut ins Bild, wenn man sich eben nicht klar positioniert.
Ich wollte noch eine Sache ergänzen. Ich glaube, wir sehen schon einen sehr stark personenfokussierten Wahlkampf. Ich glaube, das können wir nicht leugnen anhand der Bewegung, die wir haben. Also ich meine, allein in diesem Jahr waren alle drei Parteien einmal an erster Stelle. Also ich weiß gar nicht, ob es das vorher schon mal gab in dieser kurzen Zeit. Also nicht mit drei Parteien auf jeden Fall. Aber es ist eine wahnsinnige Dynamik drin. Und ich glaube, dass diese Personenfokussierung, die ist ja nur möglich, weil wir jetzt einfach Jahr über Jahr einfach eine abnehmende Parteibindung erleben. Also die Menschen sind weniger einer Partei haften weniger an einer Partei. Es ist für sie leichter, auch mal ein Kreuz woanders zu machen. Und deshalb haben überhaupt Personen überhaupt erst die Möglichkeit, auch so viel zu drehen. In der politischen Welt. Ja, und wir hatten so lange Angela Merkel, die sozusagen festgesetzt war und hohe Beliebtheitswerte natürlich hatte, dann war es natürlich auch schwierig, dagegen anzukommen. Eine Sache, die ja auch für Aufregung gesorgt hat, war das Video der Kinderreporter, wo Armin Laschet mit Kindern gesprochen hat, die aber dann den Fragen aufs Ohr gegeben worden sind von Erwachsenen. Das waren eben sehr erwachsene Fragen, auch zum Beispiel über Herrn Maaßen. Frau Münzermann, ist das ein Punkt, wo man sagt, das ist eine Art des Wahlkampfs oder des Interviews, das war einfach nicht fair eigentlich? Ja, vielleicht hätte nicht Herr Laschet, aber ich wiederhole mich ein bisschen, sein Team oder wer auch immer das mal vorher checken müssen, wie genau läuft das eigentlich und was passiert da? Und dann kann man ja auch immer sagen, ich mache gewisse Formate nicht. Also wenn man das so nicht möchte. Kann man sich das erlauben? Ich glaube, das kann man sich erlauben, doch. Mhm. Also die Kandidaten sind so präsent. Oder man wird halt genau darauf eingestellt. Denn wer die Sendung kennt, da sitzen Kinder, die stellen dir aber, ob die jetzt aus den Kindern selber kommen. Ich glaube, auch Kinder haben ein gutes Gespür, was man fragen kann, wo es wehtut, aber vielleicht nicht so detailliert. Und wenn das kommt, dann muss ich entsprechend darauf antworten. Aber natürlich sitzen Kinder vor mir und da muss ich schon drauf eingehen. Also das sind so Sachen, da fehlt es, glaube ich, ein bisschen auch an Vorbereitung und an Zeit, sich auf diese Formate einzulassen. Und die Frage Maaßen, pardon, aber das wird die Union ja nach Merkel und wenn es noch eine Niederlage gibt, wird ja die Union, vor allem die CDU, ihren neuen Kurs bestimmen müssen. Und da ist dann die Frage Maaßen, Merz, wo ist eigentlich dieser konservative Flügel, von dem man sich so viel versprochen hat? Wo war der am 26. September, wenn er nicht doch zum Wahlsieg verhilft? Ne? Also das sind so grundsätzliche Dinge und da muss Herr Laschet einfach eine klare Meinung haben, die man auch gegenüber Kindern vertreten kann. Mhm. Okay, Herr Bretter, fanden Sie, dass jetzt in diesem Wahlkampf, dass so Grenzen überschritten worden sind? Ja, Grenzen werden immer wieder mal überschritten. Ich denke zum Beispiel auch an die Kampagne der Bild-Zeitung gegen die Grünen und insbesondere gegen Frau Baerbock. Mhm. Aber mal ehrlich, das ist jetzt auch nichts Neues. Also Kampagnen gegen Willy Brandt in den 60er Jahren, die waren noch härter. Die politische Auseinandersetzung teilweise in den 60er Jahren war noch viel intensiver und härter. Ich glaube, da halten wir uns so ein bisschen an Punkten auf, die im Augenblick vielleicht auch verwöhnt durch die letzten 16 Jahre herausragend rau erscheinen, aber wirklich rau sind sie nicht. Sieht man mal, kommen wir nochmal auf die Social Media zurück, sieht man mal von den Hass-Tiraden, die dort zu finden sind, ab. Das ist wirklich eine neue Qualität. Immer noch die Frage, wie viele betrifft das eigentlich, wie viele machen das? Aber das, was da gemacht wird, das geht gar nicht. Und das hatten wir auch in den 60er Jahren nicht. Und es gab zum Beispiel die Auseinandersetzung über die Plakate der Rechtsextremen, die geschrieben hatten, hängt die Grünen, wo das erste Gericht gesagt hat, das ist in Ordnung, wenn es 100 Meter weg ist von den Grünen. Jetzt gibt es eine neue Entscheidung, dass die doch abgehängt werden müssen. Also das sind ja schon sehr harte Geschichten. Oder in Nordrhein-Westfalen wurde das Wahlplakat von Armin Laschet, wo drauf steht, entschlossen für Deutschland, stand dann auf einmal erschossen. Also das sind ja schon harte Auseinandersetzungen. Herr Lambi, würden Sie sagen, das ist, oder wo gab es Ihrer Meinung nach Grenzüberschreitungen in diesem Wahlkampf? Ich finde nicht, dass das Hauptproblem des Wahlkampfes eine Schlammschlacht war und ist. Es geht da nicht um Schlamm. Wenn man im Bild bleiben will, der Wahlkampf ist versandet. Und das finde ich viel schlimmer, weil die eigentliche Debatte dieses Jahres und dieser Zeit ist ja, welche Rezepte haben die Parteien und auch die Kandidaten, die Kandidierenden, was den Klimawandel betrifft? Und da gibt es gravierende Unterschiede, große inhaltliche politische Unterschiede. Und die wurden überdeckt durch den Wahlkampfstil, so wie wir ihn gerade beschrieben haben. Das ist das Dilemma dieses Wahljahres. Nur um es ganz kurz zu machen, die Union und auch die FDP setzen viel stärker auf die Selbstheilungskräfte des Marktes, vertrauen dem Erfindungsreichtum von Unternehmen
Und die Grünen, vor allem auch die SPD, setzen auf einen stärkeren Staat. Mhm. Das ist die eigentliche Debatte, die geführt werden müsste. Und die ist wegen Pillepalle oder, um mit Robert Habeck zu sprechen, wegen eines Pustekuchenwahlkampfs nicht wirklich zur Abstimmung geführt worden. Und deshalb ist es ein Wahlkampf mit einem sehr bitteren Nachgeschmack. Und es ist schade, dass diese Chance so vergeben wurde, weil ein Wahlkampf ist immer eine große Chance für ein Land, mit sich selber ins Gespräch zu kommen. Und worüber haben wir gesprochen die letzten Monate? Also Frau Münzemann, welche Rolle haben die Medien dabei, dass es ein Pillepalle- oder Pustekuchen-Wahlkampf irgendwie geblieben ist und dass es zu wenig über Inhalte ging? Medienschelte ist ja immer relativ einfach. Ja. Ich glaube aber schon, dass in dem Fall, das hinterfragen wir auch in der Redaktionskonferenz. Also wir versuchen schon, viele Dinge darzustellen, zu ganz vielen Punkten immer wieder, was bieten die Parteien an, Überblicke, Parteiprogramme, mhm. Aussagen von Politikern. Aber wenn wir jetzt auf Klickzahlen gucken, dann wird schon geklickt, wie hat sich Laschet geschlagen, was hat Frau Baerbock zu ihrem Plagiat gesagt und so weiter. Also da haben wir so eine tatsächlich einen gewissen Kreis und da kann man sich fragen, was ist Hen und Ei? Aber ich denke schon, dass mit anderen oder mit Kandidaten, mit weniger Fehlern, mehr inhaltlicher Überzeugung und auch weniger persönlichen Misstritten es genau diese Diskussion eigentlich hätte geben müssen. Also die Flutkatastrophe spätestens da. Und da werden sich auch die Grünen, wenn es jetzt so läuft, wie es aussieht, schon fragen müssen, wie kann man aus diesem Sommer nicht rausgehen als Sieger, wenn man dieses Thema so stark eigentlich besetzt. Und dann landet man bei 15%. Aber trotzdem wird nach einem Triell wird gefragt, wer wirkte so sympathisch. Und da wird ja nicht gefragt, wer hat die besten Rezepte gegen den Klimawandel. Also warum, Frau Mütze, wird da nicht inhaltlich ja auch gefragt? Tja, das ist jetzt ja wirklich eine Frage, die ich jetzt an die Medien zurückspielen kann, die diese Fragen ja beauftragen. Ich finde auch diese Blitzumfragen nach den Triellen immer nur bedingt hilfreich, weil wir natürlich jetzt auch über alle drei Trielle immer wieder gesehen haben, dass die Menschen mit einer gewissen Grundeinstellung reingehen und diejenigen, die in den Wahlumfragen vorne liegen, auch stärker rausgehen. Und wohin uns das eigentlich führt, diese Umfrage sei dahingestellt. Ich glaube, wir sehen aber in anderen Umfragen, dass die Menschen schon die klare Erwartungshaltung hatten, dass Klimawandel eins der großen Themen werden würde, das große Thema im Wahlkampf. Und es ist für sie auch das zweite, drittwichtigste Thema bei der Stimmabgabe. Also auch da hätte man aus einer reinen Parteienlogik sagen können, das besetzen wir in welcher Form auch immer und versuchen eben da auch Wählerinnen und Wähler für unsere Inhalte zu begeistern. Mhm. Herr Bretschner, wie sehen Sie es? Wie sehr könnte man versuchen, diese Inhalte und auch konkret den Klimawandel da als großes Thema gerade auch für die Grünen da nochmal hochziehen, jetzt auch vielleicht in diesen letzten Tagen? Das wird in den letzten Tagen, glaube ich, nicht mehr großartig funktionieren. Wir haben noch den Klimastreik, der gibt nochmal eine Aufmerksamkeit für das Thema, aber das alleine überzeugt dann nicht mehr. Das hätte wirklich früher passieren müssen. Ich glaube auch, da war in der Grundanlage des grünen Wahlkampfes zu wenig Zuspitzung und zu sehr der Versuch, in die große Mitte der breiten Gesellschaft reinzukommen, auch mit teilweise weichgespülten Aussagen. Dass Themen aber doch funktionieren können, sieht man ja ein Stück weit bei Olaf Scholz. Der ist ja jetzt auch nicht als Supermann in diesen Wahlkampf gegangen, sondern halt der Olaf Scholz. Und das Thema soziale Gerechtigkeit, das ist im Wahlkampf mit ihm zusammen wichtiger geworden in der Wahrnehmung. Und da hat die SPD aus Sicht vieler Wählerinnen und Wähler ein glaubhaftes Angebot. Kommt ihr jetzt zugute? Zwei Jahre lang hat das Thema nicht funktioniert. Und eine Botschaft, die man versteht. Also Mindestlohn 12 Euro versteht jeder. Das ist ja dann auch. Okay, machen wir ganz kurz zum Schluss, Frau Münstermann. Wer wird Kanzler? Ich weiß, dass ich nichts weiß. Okay, Herr Lambe, haben Sie nach Ihrer Beobachtung? Ich zitiere die Prognose der New York Times am 7. November 2016, das war der Abend vor der Präsidentschaftswahl, hat die New York Times mit einer 85-prozentigen Wahrscheinlichkeit den Wahlsieg von Hillary Clinton vorhergesagt. Okay, gut, verstehe. Das ist meine Antwort. Herr Brettschneider, Sie trauen sich auch nicht eins zu nennen. Ich denke, die Weihnachts- oder Neujahrsansprache kommt von Frau Merkel. Okay, Frau Mütze. Der Wette würde ich mich fast anschließen. Okay, gut. Dann vielen Dank Ihnen hier fürs Diskutieren und Ihnen fürs Zuschauen. Tschüss.